Alexander Jakisch in der Frankfurter Börse. Wie kann man das erklären? Ja, in der Tat eine verwunderliche Entwicklung. Der Gaspreis war ja zeitweise, hat er sich verzehnfacht im Zuge der Krise. Er hatte rund 350 Euro pro Megawattstunde gekostet. Aber seit ein paar Tagen, da rutscht er wieder ab. Im Moment notiert der Gaspreis ungefähr bei 200 Euro pro Megawattstunde, teilweise ein bisschen darüber. Die Schwankungen sind weiterhin da. Hauptgrund ist, dass die Nachfrage reduziert worden ist. Das liegt zum Teil daran, dass stärker gespart wird, dass teilweise umgestellt worden ist von den Unternehmen, dass insgesamt weniger Gas nachgefragt wird. Zum anderen liegt es allerdings auch daran, dass die Panikreaktionen, die es gab, aus den Preisen herausgenommen worden sind. Also es gibt so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass die Gaspreise nicht weiter steigen, sondern sich so einigermaßen wieder normalisieren, wenngleich natürlich das Niveau immer noch viel, viel zu hoch ist. Der gesamte deutsche Aktienmarkt heute leicht in der Pluszone. Aktuell notiert das Börsenbarometer bei 13.063 Punkten, 35 mehr als gestern nach den starken Verlusten, also eine Gegenbewegung. Dankeschön, Klaus-Rainer Jakisch.